es hat ja angefangen mit Andi. Er hat es mir gesagt, bevor wir uns dann im September getroffen haben. Und wenn dann ein neuer Trainer kommt, dann weiß man natürlich nie, wie es weitergeht. Vielleicht hat er seine eigenen Ideen, vielleicht möchte er anderes Personal in gewissen Rollen sehen, nicht nur im Kapitänsamt, sondern auch auf dem Platz. Dementsprechend war es natürlich alles ein bisschen ungewiss im Vorfeld, aber der Trainer hat mich dann angerufen, hat mich informiert. Und natürlich habe ich das als große Ehre empfunden und auch großes Privileg. Und ich versuche die Aufgabe authentisch gegenüber der Mannschaft zu lösen, mich nicht großartig zu verändern, sondern versuchen vorne wegzugehen mit Leistung an allererster Stelle. Und dann gerade auch die Jungs, die Jüngeren mit Jamal, mit Fabrizio, die wir gerade in wichtigen Positionen jetzt auch gerade haben, auch zu leiten und lautstark zu unterstützen auf dem Platz. Ich glaube, wir drücken Manu alle die Daumen, dass er schnell fit wird, dass er so schnell wie möglich und auch so gut wie möglich auch wieder zurückkommt, weil Manuel Neuer in Topform, ich könnte jede Weltklasse-Mannschaft gebrauchen. Dementsprechend hoffen wir, dass er erstmal gesund wird, aber der Austausch mit Manu für mich persönlich war immer top. Und dementsprechend ist da von beiden Seiten aus kein Problem. Und wenn er dann irgendwann wieder zurückkommt, dann schauen wir, wie es weitergeht. Aber an allererster Stelle wünschen wir ihm erstmal jetzt das ganze Gesundheit.